wirklich der AfD-Bundestagsmitglieder hier begrüßen zu dürfen, die wirklich das aussprechen, was auch ich denke und wofür ich seit 47 Monaten sind es jetzt, oder? 46 Monaten, sagt der Wolfgang, ist egal. Ich denke schon ganz, ganz lange so, aber er ist einer der wenigen, der den Mut und die, darf ich das sagen, Eier hat, das auszusprechen. Begrüßt mit mir mit dem Riesenapplaus Jens Meyer, Bundestagsabgeordneter der AfD. Ich bin begeistert, dass ihr heute wieder so zahlreich erschienen seid und vor allen Dingen, dass ihr durchgehalten habt. Ich bin ja jetzt hier der Letzte, der spricht und im Moment oder vorhin sah es so aus, als wenn jetzt hier ein Wolkenbruch herunterkommt. Aber ihr lasst euch davon nicht abhalten, hier dabei zu sein. Das ist ganz große Klasse. Ihr steht treu zu Deutschland. Ja. Und den Kindersoldaten da drüben möchte ich mal sagen, ja. Oder allen 12, hört gut zu, was euch der Papa sagt. Und dann vielleicht mal noch was Versöhnliches dazu. Wer mit 18 kein Kommunist war, hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Ihr werdet irgendwann auch mal bei uns hier sein, das befürchte ich. Denn die Dinge schreiten voran, schneller als wir denken. Heute ist ein besonderer Tag. Wir erinnern heute an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Im März 1953 war Stalin gestorben und viele hofften auf Verbesserung. Doch die damalige Führung der SED erhöhte im Mai 1953 die Arbeitsnorm um 10,3%. Die Löhne blieben gleich. Später, nachdem der Unmut hierüber schon Kreise gezogen hatte, rückte die SED-Führung hiervon wieder ab. Das geschah aber viel zu spät. Der Dampf auf dem Kessel war so gestiegen, dass es am 15. und 16. Juni 1953 auf einer Ostberliner Großbaustelle zu Protestaktionen kam, die dann auf die gesamte DDR übergriffen und am 17. Juni 1953 fortgesetzt wurden. In mehr als 700 Städten, Ortschaften und Betrieben gingen die Menschen auf die Straße. Zu diesem Zeitpunkt ging es nicht mehr nur um die Rücknahme der Normerhöhung, sondern auch um freie Wahlen, die Ablösung Ulbrichts, das war die Merkel von damals, und die Freiheit für alle politischen Gefangenen. Daraufhin wurde in 167 von 217 Landkreisen von der damaligen Besatzungsmacht der Sowjetunion der Ausnahmezustand verhängt und die Sowjetunion übernahm die Regierungsgewalt. Durch massiven militärischen Einsatz wurde der Aufstand niedergeschlagen. T-34-Panzer der Sowjetarmee rollten durch die Straßen. Es starben etwa 50 Menschen, 15.000 Menschen wurden festgenommen. Bis Ende 1954 wurden 1.526 Angeklagte verurteilt. Muss man sich mal vorstellen. Auch heute noch erinnert eine Panzerkette am Postplatz an diesen Tag im Juni 1953. Liebe Freunde, wie ist dies heute zu bewerten? Sollten wir jetzt nach Hause gehen und uns um unseren Kleingarten kümmern? Nach dem Motto, wenn man sich wehrt, dann kommt ja doch nichts dabei heraus. Sowas wird blutig niedergeschlagen und am Ende kommst du bestenfalls noch ins Gefängnis. Ich sage, liebe Freunde, das Gegenteil ist der Fall. Haben die Menschen damals nicht alles Recht gehabt, auf die Straße zu gehen? Standen sie nicht auf der richtigen Seite? Und wenn man das Ganze von heute betrachtet, haben sie sich nicht durchgesetzt? Warum stehen wir hier? Warum haben wir ein geeintes Deutschland? Und hätte es einen 9. November 1989 gegeben,
wo man sich nämlich nicht mehr getraut hat, mit dieser Härte vorzugehen, wie damals 1953. Wenn man nicht diesen Mut der Leute gehabt hätte am 17. Juni 1953. Ich sehe da einen Zusammenhang. Man hat sich 1989 nicht mehr getraut, gegen das Volk so vorzugehen. Und liebe Freunde, stehen wir hier nicht. Wir Dresdner Bürger, steht nicht die gesamte Pegida-Bewegung in der Tradition des 17.06.1953? Sind die mutigen Kämpfer nicht unser Vorbild? Mindestens 22 Städte in Deutschland feiern heute den Tag der Patrioten, am Tag des Widerstands.